auf dem Weg zu einem, ja, bei uns am Platz zumindest relativ ungewöhnlichen Fahrzeug. Es ist nämlich ein Citroën mit nur 5 Meter Länge. Da taucht er langsam auf. Und ich habe die Schlüssel in der Hand. Ich habe ihn nur mal kurz umgepackt. Ich habe mich noch nicht fast beschäftigt mit dem Auto, aber ich gehe da wie immer relativ unvoreingenommen drauf. Und jetzt schauen wir mal, von wem der ist. Das ist ein Clever Van, 499 lang. Clever Van, schauen wir mal, wie clever das Ganze ist. Ich bin gespannt. Der steht hier. Die liebe Kundschaft hat sich bei uns jetzt einen neuen Karmann Dexter 550 gekauft und das darf man ja durchaus dazu sagen und haben uns das Baby stehen lassen, unfallfrei, keine Probleme, Service erst gemacht, 25.000 Kilometer drauf, ein 2015er Modell mit Euro 5 Maschine, noch kein AdBlue an Bord, also der normale Citroën mit der Steuerkette 2,0 HDI. Der Frido geht mit, weil er wieder versucht in die Tankstelle zu kommen, auch noch nicht geputzt, ihr seht Originalmücken von der Überführung drauf. Fridolin, da bleiben, nein, M&S Reifen haben wir drauf. So, geht's weiter. Fridolin hat übrigens demnächst Geburtstag und der Camper Tobi auch einen Tag später. Da kommen wir dann dazu, am 23. und 24. feiern wir dann hier Doppelgeburtstag. Zwei Jahre Camper Tobi und Camper Frido. Wir schon länger. So, wir haben eine Dieselheizung an Bord. Gehen wir mal rein, damit ihr den Pflegezustand seht. Der Wagen hat nichts und ist wirklich dementsprechend. Natürlich, der Aufbereiter geht nochmal durch und macht den hübsch. Navi, glaube ich, hat er auch drin. Technische Details folgen im Internet. Er hat natürlich eine Rückfahrkamera, er hat eine Klimaanlage und er hat die elektronischen Helferchen und er hat 130 PS. Er hat auch Rahmenfenster, also relativ ungewöhnlich in der Klasse, dass man hier Rahmenfenster-Autos verbaut, weil der Clever gilt als günstiger. Ja, auf Citroën Jumper gebaut. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch mit dem Windgeräusch. Ich versuche das ein bisschen in die Abschattung hier zu bekommen. Und das Interessante ist jetzt nicht der Fahrradträger und dass er ein Clever ist, sondern er hat innen ein kleine Besonderheit, habe ich vorhin gesehen. Hoppala, man sollte den Schlüssel betätigen. So, machen wir mal hinten auf. Jetzt sind alle Klappen offen, beziehungsweise die Hecktüren und die Schiebetür. Und jetzt, wenn wir hier reingucken, ist da zum einen ein sehr großdimensioniertes Bett mit einer ordentlichen Tiefe. Ich schätze mal 1,40 x 1,93 Liegefläche. Und dann kann man das Ganze zum kleinen Kaffeetischkränzchen umbauen. Und zwar ganz einfach. Man legt den Lattenrost zur Seite und dann hat man hinten die Lehnen, die man hochklappt. Und da ist ein kleiner Tisch. Wir schauen uns das gleich nochmal von innen an. Wir sehen das gleich. Also ein bisschen untypische Variante. Was ich genial finde, jetzt schon, da sind Stauräume dahinter, denke ich mir mal. Und hier zieht man einfach an einer Platte an, die magnetisch arretiert. Warum brauche ich hier einen Pushlock oder irgendein aufwendiges Schloss? Ganz einfach gemacht, ganz einfach funktioniert, immer mit Magnet. Einfach hinstellen und hinklicken lassen. Seht ihr, jetzt habt ihr es richtig wackelfrei dran. Das finde ich eine clevere Lösung. Die Platte wurde vom Vorbesitzer gemacht aus dem Grund, dass man nochmal einen größeren Tisch hat, den man dann nach vorne zieht. Und ihr könnt natürlich auch einen Lattenrost rausschmeißen, wenn ihr den alleine fahrt oder nutzt. Und hier das gleiche wieder. Hier schöner Stauraum. Einfach nur anlegen, einklicken, ja, und schön mittig stellen, wenn ihr wollt. Schön gemacht. Doch, sehr, sehr praktisch. Das finde ich wirklich lustig. Ich lasse hinten mal offen, wenn wir jetzt vorne reingehen. Und dann gehen wir hier rum. Grüß Gott, die Herrschaften. Wasser haben wir hinten. Nein, wir haben nicht mehr geöffnet. Aber Sie können sich die Autos gerne anschauen, weil ich hier nur am Arbeiten bin. Okay, wunderbar. So, jetzt gehe ich mit euch zur Schiebetür rein. Ganz normal, Standard, auch ohne Zuziehhilfe. Und dann seht ihr hier auch noch die M&S-Reifen drauf, die auch noch durchaus Profil für 10, 15, 20.000 Kilometer haben. Und jetzt haben wir nicht die typische Dinette hier, sondern wir haben eine Menge Stauschränke hier unten. Elektronikschrank. Drüber der Kompressorkühlschrank und oben nochmal einen großen Stauraum und oben auch nochmal nutzbar das volle überm Fahrerhaus Abteil. Nennen wir es mal Abteil, weil es hat ja keine Klappe. So, Kühlschrank, Elektrofach und unten haben wir nochmal einen Heizungszugang. Das ist schön gemacht. Dadurch ergibt sich natürlich jetzt auch ein großes Bad. Ich habe jetzt kein Licht eingeschaltet, das man dann allerdings mit einer Drehtoilette nutzt und mit einem Klappwaschbecken. Und dann ergibt sich hier auch noch eine sehr praktische große Dusche. Ich hoffe, mit dem Ton funktioniert das jetzt. Ich hatte noch einige Tags gemacht und habe nicht gemerkt, dass das Mikro nicht gearbeitet hat. Jetzt habe ich das Telefon neu gebootet. Danke an Samsung mit dem Update, habt ihr mir wirklich Spaß gemacht.
Das kam gestern raus für das S8 und anscheinend hängt sich da irgendwann mal das Mikro auf. Darum habe ich jetzt das Mikro im Auge. Aber ich denke mal, Test 1, 2, 3, der Pegel schlägt aus, sollte funktionieren. Hier haben sich die Vorbesitzer auch nochmal ein kleines Aluprofil, ein U-Profil draufgesetzt und die dazugehörige Platte dient dann als Windschutz oder als Spritzschutz, je nachdem. Aber die ist richtig großzügig dimensioniert, kann man sich auch ein Plexi reinstellen und dann hat man hier nochmal das abgeschottet, weil wenn ihr, oder wie ihr jetzt auch gerade feststellt, wenn ich mit dem Mikro in den Wind zukomme, dann bläst es halt schon ganz kühl rein jetzt ins Fahrzeug. Und so bläst man dann auch auf die Gasflamme und die fängt dann immer so ein bisschen das Spotzen an. Schön, das ist eine tolle Lösung. Warum braucht man mehr, wenn es so einfach auf engem Raum geht? Wir sind jetzt wirklich im kleinsten Fiat-Format. Entschuldigung, Citroën-Format, Baukasten-Format. Und von dem her ist das eine tolle Lösung, ein realistisches Auto für 32,7 hier mit neuem TÜV, neuer Gasprüfung und TÜV und eine Anschlussgarantie von der Realgarant, einem Zürich Unternehmen. Da versichern wir grundsätzlich immer ein Jahr Anschlussgarantie bei den Gebrauchten. Das kriegt hier jeder noch mit dazu. Dann sieht er, dass man da nichts verstecken muss und das eben mitnimmt. So, das war's. Jetzt gehen wir weiter zum Forster T738 Kubi für Queensbett. Und dann habe ich einen Dexter 625 für euch. Bleibt dran, schaltet wieder ein. Daumen hoch. Wäre mir natürlich das Liebste. Schöner Kommentar drunter, auch kein Problem. Und ich schlage mich nochmal in die Sonne durch. Hier geht es jetzt schon schattiger ab. Der Wind ist frisch. Heute Nacht sollen die Stürme und Regenschauer kommen. Dann schauen wir doch, dass wir alles noch an Wochenvorrat in den Kasten bekommen. Servus, der Camper Tobi. Wie immer, aus Sulzimos von diesem noch schönen Himmel. Ciao, ciao.